Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Und wir hatten ja in-game die Spielerwahl für einen Bundesligaspieler. Und das Ergebnis sehen wir hier vor uns. Thomas Delaney, der Däne von Borussia Dortmund, hat die Wahl gewonnen. Und er hat eine 94er Bewertung und schauen uns natürlich jetzt erstmal den Spieler an und gehen dann gemeinsam in seine SBC-Lösung, die euch so circa 105 bis, ja, kann auch schon mal 120.000 Coins kosten. Immer natürlich abhängig, auf welcher Plattform ihr dann spielt oder ja nach aktuellen Marktgegebenheiten. Also, gut, schauen wir uns erstmal den Spieler an und da schauen wir uns mal die Werte. Was hat er denn da vorher gehabt an Fähigkeiten? Da hat er nochmal ein Upgrade bekommen tatsächlich. Also Spezialbewegung hat er nochmal 3 Sterne, jetzt hat er 4 Sterne und den schwachen Fuß. Ja, dort hat er nochmal 4 Sterne und jetzt hat er 5 Sterne. Das ist schon mal ein Wort. Und natürlich hat er eine stolze Bewertung von 94, Arbeitsraten hoch, Linksfuß. Ich finde, das ist auf den ersten Blick ein ziemlich guter Spieler. Ich habe auch mit seiner Team of the Week, glaube ich, Karte gespielt und ich fand ihn sehr, sehr solide. Und wow, also wenn ich mir die Stats angucke, das ist ja wirklich abgesehen vom Elfmeter alles grün. Ausdauer 99, wie groß ist der? Der ist doch gar nicht so klein. 1,82. Ja, bringt auch relativ viel Beweglichkeit und Balance mit. Schnelles Tempo, also gerade so als 6er oder 8er. Und nach vorne hin geht ja auch einiges. Also, wow. Okay, die Karte ist echt krank. Ja gut, viele werden wahrscheinlich auch für einen anderen Spieler vielleicht gewotet haben, aber ey, die Karte ist wirklich gut und auch die Arbeitsraten, das ist halt Hullet Gang. Ja, vielleicht noch ein Engine drauf, ansonsten würde ich den tatsächlich so lassen. Oder wenn man vielleicht noch ein bisschen mehr nach vorne pusht, irgendwie Hawk oder so. Ja, könnte gut hinhauen. Also sieht grundsolide aus. Ich werde ihn zu 100% machen, da ich noch Witzel gemacht habe. Ich glaube, das war seine Flashback-Karte. Ich weiß gar nicht, welche Bewertung die hat. Und das ist jetzt sein kongenialer Partner. Okay. Erstmal Mundgulasch erstmal ausspucken. Aber ihr wisst, was ich meine. Und jetzt gucken wir uns mal die SBC an. Ja, wir haben folgende Bedingungen. Wir brauchen einen Spieler von Borussia Dortmund. Und wie soll es sein? Natürlich nehmen wir die Goldspielerkarte von Thomas Delaney. Und wir brauchen eine Teamgesamtbewertung von 85, Teamchemie 75 und natürlich 11 Spieler. Ja, und wie ihr es von mir gewohnt seid, gehe ich hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt erst snipen. Ihr habt dafür ganze 6 Tage Zeit, also nehmt sie euch auch. Denn am Anfang ist es immer ein bisschen teurer als vielleicht später. Ansonsten, ihr benötigt keine extra Loyalität oder auch keinen Positionswechsel. Also könnt das Team 1:1 komplett ohne Kopfschmerzen nachkaufen. Okay, dann legen wir los. Let's go. Und damit hätten wir die SBC schon abgeschlossen. Ist wie gesagt auch nur eine SBC, also es gibt kein Pack noch oben drauf. Und dafür, für so eine Spielerkarte, ist er relativ günstig. Also ich würde sagen, es ist ein Preis-Leistungs-Killer. Da kann man nichts sagen. Natürlich bewegen wir uns jetzt im letzten Drittel von FIFA 20, bevor dann halt natürlich 21 erscheint. Aber die Karte kann man, oder sollte man vielleicht im Bundesliga-Squad sich überlegen mitzunehmen. Ja, habt dann natürlich noch ein bisschen Zeit. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat und ihr vielleicht auch dank mir zur richtigen Lösung gekommen seid und mir dafür danken wollt, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne kostenlos abonnieren, um zukünftige SBCs und FIFA 21 Content nicht zu verpassen. Okay, in diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace!